Ja, willkommen zurück zu Devil May Cry 2. Phantom war in der letzten Folge unser Gegner. Wir werden dieses Spinnenvieh wohl gar nicht mehr los. Ich würde gerne weiter in Leben investieren. Einfach aus dem Grund, ja. Endboss. Endboss. Ich sag einfach nicht mehr als nur Endboss. So, Entschuldigung, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Oh. Ich habe irgendwie so ein richtiges Pappmaul heute Morgen gehabt beim Aufstehen. Also vor einer Stunde. Und ich krieg das Pappmaul nicht weg. Nam, nam, nam. Okay. Mission 15. Legen wir mal los. Hier. Das Auge ist immer noch da. Und jetzt können wir auch das hier ansprechen. Man kann das Siegel anscheinend durch einen Schlag mit einem Gegenstand aufbrechen. Und meine Fresse, Leute. Ich habe drauf geschossen, sodass ich wirklich dagegen treffe. Ich habe versucht, da drauf zu schlagen. Drauf zu springen und hast du nicht gesehen. Auf die Lösung wäre ein Normalsterblicher so gar nicht gekommen. Auch wenn wir keine Normalsterblichen sind, wir sind ja something special, ne? Aber trotzdem, da wäre man so überhaupt nicht drauf gekommen. Ich werde das Segel mal nochmal anhauen. Denn jetzt beginnt noch ein nerviger Part. So, jetzt muss ich nämlich Gegner töten. So. Das war ein Schlag. Nummer zwei. Und tatsächlich muss man Gegenstände dagegen schmeißen. Man muss echt seinen Gegner dagegen kicken. Und dann bekommen wir ein neues Herz. Dieses Herz ist das Chrono-Herz. Damit können wir, wenn wir im Devil-Trigger sind und zuschlagen. Ah, ich kann. Ich zeig's einfach. Wir können damit halt Quicksilver auslösen. Und das haben sie interessanterweise in ein, zwei Teilen halt übernommen gehabt. Selbst im ersten Teil besitzen wir die Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren, wenn wir, das ist das Lustige, alle Geheimmissionen erfolgreich absolvieren. Ne, also dann bekommen wir nämlich das Teil noch quasi geschenkt. Aber ich bin ganz ehrlich, ich hab's im ersten Teil nie benutzt. Weil, ja. Hey. Ah.
Na? So. Noch mehr Gegner. Ich habe noch gar nicht... Ich weiß, was ich gleich mal machen werde, denn das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Oh, es ist wieder zu. Ja, ich habe nicht genug geopfert. Deswegen noch einmal aufmachen. Ich zeig jetzt gleich mal so. Ja, es, ich bin gar nicht drauf eingegangen bis jetzt. Das Inventar. Ich habe gezeigt, yo, hier meine. Hier kann ich wechseln. Und, beziehungsweise ich habe es nicht gezeigt, ich habe es einfach gemacht. Wow. Oh Mann, wo fliegen die Pujas denn noch? Ich komme jetzt gar nicht mehr ran da. Ich mag Perspektiven nicht. Weil es sieht immer aus, als wäre ich da, aber bin dabei echt meilenweit entfernt. Oh! Denn eben auch die alte Methode. Hä? Was war das denn? Sag mal, du. Meine Güte. Ah, wieder nicht genug. Also ich brauche eigentlich immer 3 Runden. Ich weiß nicht, ob man das in weniger schafft. Ich wüsste nicht wie. Oder ob es halt diese bestimmten Gegnerwellen sind. Deswegen, oh, nerv. Oh, was ist jetzt? Magier! Hey. Und Blatt hoch. Natürlich! Hat die eigentlich schon mal was zu der Zielfassung? Doch.
dass sie hier absolut gruselig ist, die Zielfassung. Somit. Ja, du hast ihn im du nimmst das nächste Ziel ins Target und hast dabei das weit entfernteste Ziel überhaupt. Ach so, das war Restebeseitigung, glaube ich. Okay. Und tschüss. Oh. Und ja, das war eigentlich jetzt schon ein gutes Beispiel für... Ups. Für den Blutpalast. So ungefähr ist das. Du hast in deinem Raum... Du hast einen engen Raum. Wo, jetzt allerdings keine Hindernisse sind, es ist einfach eine Plattform, oder wie in dem Teil hier ein großer Raum, wo Gegnerwellen spawnen. Meistens immer so ein, zwei Gegnertypen, und die gilt es dann innerhalb einer gewissen Zeit, noch gar nicht in einer gewissen Zeit, das ist ja das, was hier so scheiße geändert hat, halt auf Kosten deines Lebens besiegen musst. Du musst alle besiegen, immer weiterkommen, gib ihm. Darfst nicht sterben. Die Gegner hingegen werden immer stärker. Oder mehr. Und in dem Teil ist es sogar so, dass du Bosskämpfe hast, wo dann noch kleine Gegner nebenbei laufen. Oder größere. Das kann richtig übel sein. Mission 16. Items. Naja. Chaos greift und Jäger läuft gen Himmel. Wir sterben. Wir sind durchs Dämonentor. Ein Luxusgebäude. Ich weiß gar nicht, warum ich damals die Shotgun nicht benutzt habe. Das ist so geil, mit der zu kämpfen. Ich habe hier nur mit dem Raketenwerfer gekämpft damals. Boah, was eine Verschwendung an Zeit. Beziehungsweise mit den MPs. Mit denen habe ich auch sehr viel gekämpft. Einfach weil sie so schnell schießen und dafür extrem Schaden machen. Na egal. Ich war damals noch ein Kind. Ich hab's mir quasi gedacht, so schnell wie möglich, so einfach wie nötig. Nee, umgekehrt. Und wir fahren in einem Aufzug. Ich mich immer frage, dieses kristallisierte Dämonenblut. Wiegt das irgendwas? Oder nimmt man das in sich auf? Keine Ahnung.
Aber man kann das ja quasi greifen. Und jetzt hier noch so eine Kleinigkeit nebenbei. In diesem Gebäude habe ich damals meine MPs bekommen. Nicht schon in dem Tempel, sondern hier. Also du hast mehrere Möglichkeiten, einige Gegenstände zu erhalten. Ich habe auch Vendetta ganz woanders bekommen. Bin ich der Meinung, weil, weiß ich nicht. Hey, kannst du einsammeln? Ich weiche mal aus. Denn... Yay! Sakrileg! Damit wird eine Verzierung erzeugt. Verzierung halt. Ja, ich bin müde. Ich weiß nicht. Eine Verzerrung erzeugt und auf unsere Welt, der Dämonenwelt, näher gebracht. Ja. Sehen wir gleich. Ja, und den Kugeln bin ich ausgewichen aus einfachem Grund. Erstmal ist es unnötig, da reinzulaufen. Und zweitens ist es einfach nur Stress, wenn man da aus Versehen doch reinläuft. Denn, man landet in dieser Welt der Motte. Und da drin... Es bringt uns da nichts. Und wenn wir ehrlich sind. Oh, das ist ein Aura. Uiuiui. Ganz ehrlich, irgendwie kommt es mir immer komisch vor mit den blauen Fragmenten. Ich sammle gefühlt hunderte ein, bekomme nicht. Das ist immer so ein bisschen merkwürdig. Sie haben das Sakrileg angelegt. Was in die böse Stadt. Ja. Und auf einmal bebt die Erde. Und hier ist es etwas dunkler geworden. Nicht nur, dass es dunkler geworden ist, es hat sich auch ein bisschen was verändert. Hier ist jetzt ein Weg aufgegangen. Nein. Ja. Guten Tag. Selbes Spiel wie immer, ich laufe falsch. Ach, Entschuldigung für den kurzen Break, ich musste gerade niesen. Oh, aber ich wollte ja hier mal im Inventar zeigen. Oh, wir haben tatsächlich 3 von 4 Fragmenten von dem blauen da unten. Mist. Naja, das Equipment habe ich ja schon gezeigt hier. Dass man hier Schwerter auswählen kann, die Schusswaffen kann man hier auch auswählen. Naja, und halt mit unserem Amulett, was wir die ganze Zeit schon machen. Naja, dann haben wir hier noch die Files zu quasi allem, was wir einsammeln, mit Gegenstände, Amulettteile,
Ja, die verschiedenen Basisgegenstände, die Arcana-Teile. Na, hier. Die verschiedenen Waffen können wir uns da nochmal genauer angucken. Unsere Aktion mit Rollen, Airhike, Jump Kick, Kick Jump, Wallhike. Naja. Ja, also ich meine, es wird ja sogar hier, ne, to some time gezeigt. Und Brainstorm. Warum wird mir hier nicht gezeigt, wie man zum Beispiel mit der Shotgun macht? So, und hier sehen wir unsere Gegner, die wir erledigt haben, beziehungsweise noch nicht erledigt haben. Die Emsiras, die Homero-Emsiras da. Unsere ganzen Skelette, Blecheimer, Magier, die Goats, Golem, Puya, ja, die kleinen Engel, das sind diese immer die Fledermäuse, mal ruhig. Ja, ein alter Gegner. Den wir aus dem ersten Teil schon kennen. Infizierer, die dann den Panzer und den Hubschrauber infizieren. Der große Orang-Utan. Ja. Gibt schon einige Gegner hier. Ja. Bulwark. Seinen Wölfen. Phantom. Alter Freund. Ja. Wie gibt's denn zweimal? Ja. Sogar dreimal. Nee, doch nicht, wollte schon sagen. Naja. Und Arius. Allerdings fehlen uns hier noch einige. Naja, die Karte. Okay. Den Bereich befinde ich mich. Sehr schön. Naja, speichern und raus. Moin. Selbiges finde ich dann mal, ne? Ja, und hier hat sich das Ganze schon ein wenig in den Mondtor näher gebracht. Ach ja, wo wir wieder beim Thema Bulwark sind, ne? Au! Was war das denn? Nein, 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 aua. Doch. Sag mal! Hallo, kannst du auch was anderes? Früher war das mal Spaß gegen dich. Das Ende mit Bulwark.
Wow, ich habe tatsächlich auch noch für den letzten Schlag gewandelt. Ja, wieder so ein Sakrileg. Dann weiter im Text. Ja. Auch das habe ich wieder eingelegt. Rödel. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man bei den ganzen schwachen Gegnern gerade in diesem Teil auf Kombos kommen soll. So, dann muss ich wohl hier lang. Oh ja. Oh nein, ich erinnere mich gerade an etwas. Und zwar an den beschissensten Bosskampf des ganzen Spiels. Oh Mann! Wieso? Das verstehe ich auch manchmal nicht. Manchmal reicht ein Sting aus. Schnerb nicht. Ne, um halt die Typen aus dem Konzept zu bringen. Manchmal kann ich echt machen, was ich will. Und es passiert gar nichts. Na. Und wieder was gefunden. Und es ist erneut ein Sakrileg. Oh. Er lässt sich nicht eine lange Fahrt öffnen, ja. Hey. Noch einer? Nein. Ich weiß gar nicht, bin ich jetzt zu früh hier? Ja, also ich habe gerade etwas übersprungen, glaube ich. Ich hätte normalerweise das Sakrileg noch einlegen müssen. Ja. Und das ist der schlimmste Boss des Spiels. Ihr werdet sehen. Denn, oh, warum verwandle ich mich denn überhaupt?
Denn es ist immer nur ein Kopf richtig, sag ich mal. Also, ich kann immer nur einen Kopf angreifen. Und das ist immer unterschiedlich. Es wechselt von Phase zu Phase. Au. Und das macht die Sache so unglaublich schwer. Dieser Angriff, den er eben gemacht hat, wenn er vereint ist. Warte mal, ist das jetzt der richtige? Nein. Auch nicht? Oder? Nein. Aua. Welcher ist denn der richtige jetzt von euch? Ah. Der. Immer noch der Eiskopf. Au! Mann! Oh. Und auf Dante Mastai sind 3 Treffer vonnöten von dem Ding und ich bin Schachmatt. Ja, und der Kampf besteht dann größtenteils darin, sich wegzurollen und. Aua! Oh Mann! Gib Gas! Au. Treffer. Niemals ein Gesicht vergessen. Ja. Gut. Oh. Geschafft. Und das war's dann auch mit dieser Folge von Devil May Cry. Der wohl Qual 2. Ich hoffe, ihr seid nicht so, also wahrscheinlich seid ihr genauso verwirrt wie ich damals am Anfang mit der Story und dem Hin und Her. Und wie gesagt, es ist komisch. Der Teil ist komisch, aber ich mag ihn. Das kann ich nicht oft genug sagen. Naja, egal. Ich würde sagen, dann verabschieden wir uns hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu Devil May Cry 2, hoffe ich. Bis dahin, macht's gut. Bye.